is just a fantastic horse that's never had a rider on his back. Das allererste Pferd, mit dem heute Abend gearbeitet wird, das ist ein ganz, ganz fantastisches Pferd, das aber noch nie einen Sattel auf seinem Rücken getragen hat, noch kein Reiter. Weil die Besitzer und er ist auf der Mitte gesaugt. So, we have to see what happens with him. Mal schauen, wir mal, was mit dem passiert. And then we have two horses. Wir haben uns getroffen, natürlich als Hund, als ich schon mal das andere Pferd gearbeitet habe. Das stimmt, ne? But there's never been a rider on this horse. Aber es war auf diesem Pferd noch nie ein Reiter. Noch nie. Never. Der Reiter heute Abend heißt Adrian Bradley aus Irland. He's from Ireland. Er ist aus Irland, zwei schneller als man. And he rides really well. Und er reitet sehr, sehr gut. But I think when he sees this horse, we have to get somebody to hold him in his chair. Ich glaube, wenn er das Pferd sieht, dann müssen wir gucken, dass er hier sitzen bleibt. Because maybe he's going to think this is going to butt really hard. Und vielleicht denkt er sich, der wird ganz schön buckeln. We have to watch him, he might go away. Wir müssen aufpassen, dass der Adrian uns jetzt hier nicht abhaut. No, this is the kind of horse that Adrian really likes. Nee, weil eigentlich ist das genau die Art von Pferd, die der Adrian richtig gerne mag. Ich sende ihn jetzt von mir weg. Ich sehe direkt die Augen, meine Schultern vom Pferd zum Pferd. Wenn ich meine Hand öffne und gebe, dann kann ich beschleunigen. Wenn ich meine Hand schließe, dann kann ich ihn wieder langsamer gehen lassen. Wie gerichtet ist, er senkt den Kopf, er macht einen kleineren Zirkel, Nähe um und herum und er lenkt und kraut. So, there's four gestures. Vier Gesten. The ear. Das Ohr. Making it short. Lenken und kauen. Coming closer to me. Kleineren Zirkel. And dropping the head down. Und das Senken des Kopfes. That's their language. Das ist ihre Sprache. Oh, I'm not supposed to say language because it means like words. Ich sollte eigentlich Sprache sagen, weil das bedeutet eigentlich Worte und Laute. That's the communication system. Das ist das Kommunikationssystem. Der Moment des Joiner. Und ich lobe ihn jetzt hier zwischen den Augen als Belohnung. They're not going to walk away. Dann laufe ich von ihm weg. And you see that he will follow me. Sie sehen, er folgt mir. Oh, oh. It's magic. Ist das jetzt so bereit? Er sagt, wer sind die Leute alle da draußen? Wir werden mal sehen. Mal halten. But when you long line like this, aber wenn man so mit der Doppellonge arbeitet, then he can learn how to be guided by the long lines. Dann kann das Pferd lernen, sich von den Longen führen zu lassen. So he learns to turn. Er lernt den Skat zu wenden. And as soon as he turns, then I can do complete freedom. Und jedes Mal, wenn er wendet, dann gebe ich ihm komplette Freiheit. I let him have fun with it. Also ich kann Spaß. Like that. Now we're going to make a left turn. Linkswendung. Wow. Looks too easy. Das sieht schon fast zu leicht aus, was? Für einfach nur 5 Sekunden. Okay. Thank you. And I relax and walk away. Ich entspanne mich und laufe weg. And people that don't really study this, they say, why do you relax and walk away? Und ich werde gefragt, warum entspannst du dich und gehst dann weg? Well, I promise you that every predator, dogs, cats, whatever predator. Und ich sage Ihnen, dass jedes Raubtier, if they go in and make contact with the horse, wenn die Kontakt bekommen mit dem Pferd, they don't relax and walk away. Dann entspannen die sich nicht und laufen wieder weg. When I relax and walk away, wenn ich mich entspanne und weglaufe, oh, sorry. When I relax and walk away, then, oh, that's funny, huh? Then he knows I'm not a predator. Wenn ich mich entspanne und weglaufe, dann weiß er, dass ich kein Raubtier bin. Ein bisschen Bewegung, wieso? And then I'm going to put Adrian's foot in the stirrup. Und jetzt stellt Adrian seinen Fuß in den Steigbügel. And he says it's no problem. Und er sagt, es ist überhaupt kein Problem. And
Adrian hat gelernt, sich zu entspannen. There's a new lesson that goes on every week. Und jede Woche wird eine neue Lektion hochgeladen. And it's very expensive to go on. Da findet man Lohn für öffentliche Wohnung dort. And so she's going to do the journal. Sie macht jetzt das Journal. To show you that all of you can do this journal. It's easy. Um Ihnen zu zeigen, dass Sie alle das lernen können. Das ist leicht. But it's nice to cause the horse to trust you. Es ist einfach schön, das Pferd dazu zu bringen, ihm zu vertrauen. Prozedur, die ich Pick-Pick nenne. So, V-I-C-N-I-C. P-I-C-N-I-C. And that means positive instant consequences. Das bedeutet also auf Englisch positive instant consequences, so viel wie positive, sofortige Konsequenzen. Volunteer from the audience, right? Braucht man noch einen aus dem Publikum, der rein kann? Rosa? Meld dich. Adrian is a very nice boy. Adrian ist ein sehr netter Kerl. And I promised his mother that I would never get him hurt. Und ich habe seiner Mutter versprochen, dass ich gucke, dass nicht verletzt wird. So we need a volunteer. Um aufmerksam. Nein. Jetzt schaue ich mal, ob ich dazu bekomme, dass er zu mir kommen möchte. Unglaublich, gell? Okay. Gradually, he's saying, this is not so bad.
Und langsam sagt er, das ist gar nicht so schlimm. Sie sehen, das Rubbeln hat jetzt gerade überhaupt keinen Wert für das Pferd. He's not making anybody excited. Senkt sich jemand drüber auf? Except the owner. Vielleicht die Besitzerin? So there's no value in bucking now. Deswegen bringt ihm das Rubbeln jetzt überhaupt nichts. It's a lot of hard work. Es ist eher harte Arbeit. Okay, Adrian. Ich wollte Ihnen sagen, wie heftig er mir geht. And now I want to
Kampfsystem. He doesn't trust any human being when they have a plastic bag. Er traut keinem Menschen, der ein Plastiktüte in der Hand hat. So he could never come toward you when you have a plastic bag. Er kommt also niemals auf Sie zu, wenn Sie eine Plastiktüte haben. And a rider might be thrown off. Kommen Sie wahrscheinlich jemand nochmal abgeworfen.
Why is this the easy way and this is the hard way? Und jetzt ein gutes Beispiel dafür, warum ist denn jetzt die Richtung, jetzt hier, wenn man Richtung Anhänger läuft, die leichte Richtung und die andere Richtung?